dieser Dokumentation möchten wir Ihnen die Bandbreite der Gemeinschaftsgärten und die Zielsetzungen der Gartenorganisationen in verschiedenen, sehr unterschiedlichen Stadtteilen von Kapstadt vorstellen. Außerdem präsentieren wir Ihnen drei Gemeinschaftsgärten in Aachen. Die Kapstädter Gärten wurden in den letzten beiden Jahren durch das Klimaticket Aachen-Kapstadt unterstützt, wobei die Oranje-Sicht City Farm für ein Projekt im Township Langa gefördert wurde. Als erstes Projekt stellt sich die Oranje-Sicht City Farm vor. Hi, I'm Kurt Ackerman and I'm one of the co-founders of the Oranje-Sicht City Farm. And that's a project of the South African Urban Food and Farming Trust. And we're here in the residential community of Oranje-Sicht. Wir befinden uns hier im wohlhabenden Stadtteil Oranje-Sicht nahe der Innenstadt. Ich bin einer von fünf Gründern dieses Projekts. Wir sind Nachbarn und starteten als Freiwillige an diesem vernachlässigten Ort in unserer Nachbarschaft. In den 50er Jahren war es ein Bowlinggrün. Der Bowlingverein löste sich auf, die Fläche wurde vernachlässigt und der Ort wurde zum Unruheherd. Unsere Nachbarschaftswache befreite den Ort vom Müll und zäunte ihn ein. Einige von uns hatten die Idee, hier einen Gemeinschaftsgarten anzulegen. Ein Grund war die Geschichte des Ortes. Hier wurde 1709 eine Farm etabliert. Wir waren auch daran interessiert, in unserem Stadtteil mehr Gemeinschaft zu kreieren. Wir erhielten die Erlaubnis der Stadt, Eigentümerin der Fläche, und in den letzten 10 Jahren konnten wir einen gesunden Boden aufbauen, viele freiwillige Lernprogramme und Workshops betreuen. Wir gründeten auch einen Bauernmarkt, der stetig wuchs und den wir 2017 verkauften. Er befindet sich jetzt in der Stadt an der Waterfront. Wir nutzen die Farm auch als Basis für Projekte in anderen bedürftigen Stadtteilen, die Hilfe benötigen. Wir bilden junge Farmer von dort aus und versorgen sie mit Kompost, Samen und Setzlingen. Das zweite Projekt befindet sich in einem der ältesten Townships Kapstadts, in Guguletu. My name is Vusiselana from Guguletu, part of the Guguletu Urban Food Forest Initiative that started out during the start of COVID. Wir starteten kurz nach dem Ausbruch von Corona. Unser Ziel ist es, in Guguletu Gemeinschaftsgärten, Hausgärten und Schulgärten anzulegen. Bisher konnten wir ca. 20 Gärten etablieren bzw. wiederbeleben. At the current moment we've been able to establish at least around about 20 gardens and also revive a few. Ausgehend von den 3 Schulen, mit denen wir arbeiten, versuchen wir Existenzgrundlagen für Menschen in Guguletu zu kreieren. Nicht nur das, wir wollen nachhaltig wirtschaften, in dem Sinne, dass wir in den Hausgärten unsere eigenen Pflanzen reproduzieren. Dadurch kommt gesundes, nahrhaftes Essen auf unseren Tisch. Corona bedeutet ganz klar für uns, keine Arbeit, also kein Einkommen. Die Eigenproduktion nimmt ein wenig den Druck von den Familien, Tag für Tag, Monat für Monat, kein Budget für Essen zu haben. Das ist kurz gesagt, was wir tun. Es ist nicht einfach, weil wir mit vielen Menschen arbeiten, die nicht wissen, wie es zukünftig weitergehen soll. In Armut zu leben, ist für viele Menschen sehr beschämend. It has become apparent that being in an element of poverty, it brings a lot of shame towards it or attached to it. Wenn wir unsere Runden zu den Suppenküchen machen, schauen wir, woran es dort mangelt und versuchen auch dort Gärten zu etablieren. Where is the shortfall, where is the lack, where we can actually come in and make sure that we start gardening there or farming there as well into that space to make sure that the food that they. Wir möchten erreichen, dass das Essen dort nicht nur Maismehl oder anderes ohne gesunden Nährwert ist. And it's not just food that doesn't have nutritional value. Wir sehen viele Menschen, die deprimiert zu Hause sitzen und sich nicht vor die Tür trauen, da es ein Stigma ist, wenn man kein Essen auf den Tisch bringen kann. Aber trotz allem Stolz müssen wir essen und besonders für die Kinder gutes Essen bereiten. Actually feed your children or to feed yourself. So yeah, that is what we do. Die Soneika High School wurde erst vor 8 Jahren gegründet.
Es gibt noch kein eigenes Schulgebäude, sondern ausschließlich vorgefertigte Schulcontainer, in denen ca. 450 Schüler unterrichtet werden. Trotzdem hat sich die Schule das Gelände, auf dem die Container stehen, zu eigen gemacht und seit Beginn der Corona-Pandemie zu einer Farm umgestaltet. I'm Mrs. Baker, Principal of Swanacre High School, a progressive, very young, energetic school in Cape Town, South Africa. We're based in Highbury, Kells River. Wir sind bekannt für unsere progressive Art, unsere Schule zu öffnen, Lernen zu experimentellen, Lernen zu machen und einen wunderbaren Gemüsegarten zu haben. Der Garten ist unser Charakteristikum, unsere Freude und unser ganzer Stolz. Wir haben den Garten der Stadtverwaltung, anderen Schulen und dem Schulministerium gezeigt. Die Initiative startete, um unsere Schüler über Ernährungssicherheit aufzuklären und ihnen beizubringen, wie Nahrung angebaut wird. Außerdem nutzen wir Landwirtschaft im Rahmen des integrierten Lernens. Wir verbessern die Sachkenntnis der Schüler, sie lernen zu ernten und zu verkaufen. Wir integrieren den Garten im Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht. Seit 2021 sind wir eine Agrarwissenschaftsschule. Der Garten wurde zum Lernraum für die Schüler und es funktioniert sehr gut. Wir hatten 3 unglaubliche Ernten im letzten Jahr. Wir verkauften unsere Ernte an die Schulgemeinschaft und wir steuerten einiges für die Schulküche bei. Wir bieten Schulspeise für 150 Schüler an. Wir gaben der Küche Spinat, Kartoffeln, Koriander und andere Gewürze, auch Möhren und Fenchel wurde von den Schülern begeistert gegessen. Sie erhielten damit gesundes, gutes Essen. Wir sind eine biodynamische Farm. Wir haben außerdem 3 Farmer angestellt. Wir sind froh, ihnen Arbeit geben zu können. Sie kümmern sich sehr um die Farm und daher ist sie so erstaunlich. Feed for Future wurde Anfang 2021 von ein paar Jugendlichen in Elsie's River gegründet. Ihr erster Garten war früher ein Drogenumschlagplatz. Und ihr zweites Projekt ist an einer Grundschule angesiedelt. Ich stehe hier an der Edward-Grundschule in dem wunderbaren Garten, den wir neu angelegt haben. Alles begann im Elsie's River Gemeinschaftsgarten. Wir starteten das Projekt, weil wir miterleben mussten, wie die Menschen in unserem Stadtteil hungern. Es gibt auch einen Mangel an Bildung, besonders in Bezug auf Nahrung und Nahrungssicherheit. Daher wollen wir von Feed the Future Menschen ausbilden. Sie sollen Zugang zu gesunden, biodynamischem Essen erhalten. Hier im Garten können Sie das mit Ihrer eigenen Kraft schaffen. Das Besondere hier ist, dass der Garten an einer Grundschule ist, wo die Kinder auch täglich im Garten mitarbeiten. Streetscapes ist ein Projekt von Kulisa Social Solutions, einer landesweit operierenden Sozialhilfeorganisation. I am Tandy from Cape Town. I work for Streetscape. Streetscape is an organization which it started 8 years ago. Wir sahen einen Mangel bei Obdachlosen mit Verhaltensauffälligkeiten und Drogenproblemen, die auf der Straße leben. Von der Regierungsseite gab es da eine Lücke. Es bestand auch kein wirkliches Interesse, mit diesen Menschen zu arbeiten. Also starteten wir ein Projekt mit 3 Gärten in der Innenstadt und einer Farm in Kells River. Unser Ziel war es, die Menschen, die auf der Straße leben, dort wegzuholen und ihnen eine Chance zu geben, in denen sie in den Gärten arbeiten können. Wir haben verschiedene Klienten und starteten mit ihnen in der Innenstadt. Wenn sie sich bewähren und trocken bzw. clean sind, können sie nach Kells River auf die Farm, wo es sehr friedlich zugeht. Die Arbeit der Klienten in den Gärten ist das Anpflanzen von Gemüse. Once they get sober from using substance, then eventually we would move them into Kells River Farm.
because it's very peaceful for the clients to work. So basically what the clients would do into the gardens, they would plant vegetables. Wir haben aber auch Klienten, die in der Stadt am Green Market Square arbeiten, wo sie die Straße fegen und die Mülleimer leeren. Unser Ziel ist es, generell die Zahl der Obdachlosen auf der Straße zu verringern, aber auch ihre Lebenssituation zu verbessern und ihr Verhalten zu verändern. The number of people that are living on the streets, but also to better their lives, to help them with the behavioral issues that they have. Die Zahl der Obdachlosen ist durch Corona dramatisch angestiegen. Unsere Gärten funktionieren aber sehr gut. Wir halten auch Workshops ab, wo wir den Klienten zeigen, wie man den Garten erfolgreich bewirtschaftet. Es entwickelt sich weiter. Wir haben eine Menge an Veränderungen bei unseren Klienten beobachtet. Einige haben ihren eigenen Garten, andere ein Teilzeitbusiness begonnen und bieten Gartenbesitzern ihre Dienste an. Wir haben noch viele Pläne, die wir 2022 verwirklichen wollen. We actually have many plans ahead for us in this 2022. Für die größeren Gärten bzw. Mikrofarmen ist es wichtig, einen Teil ihres Gemüses verkaufen zu können. In den letzten beiden Jahren haben sich in vielen Stadtteilen kleine Wochenmärkte für verschiedene lokale Produkte etabliert. In angenehmer Atmosphäre, bei Live-Musik und frisch aufgebrühtem Kaffee findet am Samstagmorgen auch das biodynamisch angebaute Gemüse aus den Townships seinen Absatzmarkt. Vom südafrikanischen Kapstadt machen wir nun einen weiten räumlichen Sprung in die deutsche Partnerstadt nach Aachen. Ja, ich bin Sabine Schönberg-Ehlen. Ich wohne hier in der Nachbarschaft in Aachen am Drescher Hof und habe beim Spazierengehen immer diesen wunderschönen Garten beobachtet, wie er sich entwickelt hat. Er heißt Neue Wurzeln und hat sich gegründet von einheimischen Familien gemeinsam mit Flüchtlingsfamilien, die 2015 hier in einer Kaserne erstmal leben mussten und einige der Aktiven, die in der Kaserne die Flüchtlinge unterstützt haben, hatten dann die Idee, hier vernetzt mit vielen Nachbarn diesen Garten zu gründen. Ja, in dem Garten ist jeder willkommen, der hier mitarbeiten möchte, oder es sind auch Menschen willkommen, die sich einfach mal entspannt hier in die Natur setzen wollen. Es gibt jetzt keine festen Arbeitspläne. Es ist einfach so, dass ungefähr 10 Menschen mehr oder weniger intensiv ihre Zeit hier verbringen und eben die Arbeiten erledigen, die zu tun sind. Das geht relativ unkompliziert. Ich habe mir gar nicht vorgestellt, dass das so einfach sein kann. Ja, und die Belohnung ist, eine der Belohnungen ist dann, dass man natürlich für den Eigenbedarf dann auch das ernten kann, was gerade reif ist. Das fing dann ganz erstmal im April mit Schnittlauch an und mit Rucola. Und jetzt sind die ersten Salate gut und wir konnten sogar schon in der Nachbarschaft Salate verschenken. Das macht auch Spaß, weil alle Leute natürlich schmecken, dass so ein Salat viel, viel leckerer ist als ein Salat vom Supermarkt. Wir düngen nur mit natürlichem Dünger, eben mit Brennnesseljauche oder mit Tierdung im Winter. Jetzt sind bald die Erdbeeren reif. Und was mich auch von Anfang an sehr angesprochen hat, ist, dass der Garten an den Rändern geschmückt ist mit unglaublich vielen verschiedenen blühenden Pflanzen, sodass man sich hier auch mit einem Gartenstrauß belohnen kann. Das finde ich auch so schön. Das zweite Aachener Projekt befindet sich mitten im Stadtzentrum. Also ich bin Andrea, wohne seit 87 hier im Summertviertel, bin engagierte Viertelsbewohnerin und wir haben 2012 angefangen und 2013 gegründet, das sogenannte Hirschgrün hier auf einer Brachfläche, die neben dem großen Spielplatz im Summertviertel hier lag. Und wir haben die Chance ergriffen, das Gelände von der Stadt Aachen zu pachten und einfach zu bepflanzen, denn es gab hier nichts. Genau, das war nämlich ursprünglich ein Parkplatz. Christina? Ich bin die Christina. Ich wohne auch so lange wie Andrea schon im Viertel und seit damals sind wir auch engagiert hier im Viertel. Und es war uns halt wichtig, das Thema Grün in unserem Viertel, weil das ganz furchtbar vernachlässigt ist. Und wir haben viele Gleichgesinnte, die so dachten wie wir und voller Elan waren und gesagt haben, Mensch, das packen wir an und jetzt machen wir hier eine grüne Oase.
Mitmachen kann bei uns im Garten jeder, der Lust darauf hat, mit anderen gemeinsam was zu pflanzen, in der Erde mit den Händen zu arbeiten und sich einzubringen. Es gibt halt Aufgaben, Unkraut jäten, im Sommer den Garten gießen, Baumschnitt im Frühjahr. Oder man kann auch den Weg gehen, sich eine Beetpatenschaft zu erfragen. Und dann pflanzt man dort ein, was man gerne selber möchte und kann auch ernten. Es gibt auch gemeinschaftliche Flächen, wo alle ernten und man braucht keinerlei Vorkenntnisse. Wir haben viele im Verein, die da immer mit Rat und Tat zur Seite stellen. Also einfach vorbeikommen und mitmachen. Wir sind sehr froh, dass wir hier auch eine Kooperation mit zwei Grundschulen haben. Richtig. Das ist die Anna-Schule und das ist hier die Grundschule Beekstraße. Und die kommen in den Mittagsstunden mit ihren Klassen und den interessierten Kindern hierher und bewirtschaften auch ihre Beete. Und wir finden das wunderbar, dass einfach mehrere Generationen sich hier betätigen. Last but not least stellt sich der jüngste Gemeinschaftsgarten Aachens vor. Er wurde erst während der Corona-Pandemie 2020 gegründet. Ja, mein Name ist Monika Mann-Kirran. Ich arbeite als Gemeindereferentin in der Pfarre St. Jakob in Aachen. Und hier im Jakobsviertel haben wir vor ungefähr 2 Jahren ein Urban Learning-Projekt gestartet. Wir haben über die Stadtteilkonferenz Leute eingeladen, sind viele gekommen. Geblieben sind ca. 10 bis 12 Leute, die hier gemeinsam in Hochbeeten Gemüse züchten, wunderschöne Blumen angepflanzt haben, den Garten zu einer richtigen kleinen Stadtoase umgebaut haben mit Brunnen und Bank und schönen Früchten, Kräuterbeet. So, diese Gruppe hat sich so zusammengefunden, zusammengerauft. Wir sind froh, wenn noch der eine oder die andere mitmachen möchten. Unseren Garten können wir nicht ganz offen lassen, weil wir sonst Sorge haben, dass andere ernten und nicht wir. So gibt es aber offene Gartenzeiten, zu denen immer eine oder einer aus der Gruppe da ist, mit dem man sprechen kann. Man kann in der Zeit auch nur im Garten sitzen und den genießen. Oder man kann Bande knüpfen und vielleicht später mitmachen. Neben diesem Garten, der direkt hinter dem Jakobushaus liegt, haben wir noch einen Garten, der liegt neben der Kirche. Das ist so die Idee, da ein offeneres Konzept zu machen mit Menschen, die das mögen, wenn auch andere in ihrem Garten spazieren gehen. Dort gibt es auch schon 2 Hochbeete und ein tolles Heilkräuterbeet. Wir werden jetzt im Sommer noch eine Wasserrinne bauen und so ein kleines Zen-Beet, wo man mit einer Hake ein bisschen Muster in den Sand machen kann. Und dieser Garten, der braucht dringend noch Menschen, die Lust haben, in ihm zu verweilen und sich ein bisschen darum zu kümmern. Da würde ich mich sehr freuen, wenn die andere sich vielleicht noch mal meldet. Und ansonsten haben wir hier, glaube ich, ein bisschen schönes Grün im Jakobsviertel für die Menschen geschaffen.